Hallo und herzlich willkommen hier bei den Salzburger Festspiel Talks. Ich freue mich, Sie hier erstmalig begrüßen zu dürfen und willkommen auf Schloss Leopolds Kronfarm, auch dem diesjährigen Jedermann Philipp Hochmeier. Freue mich sehr, dass du da bist. Ich meine, ich muss es dir nicht erzählen, wir sind hier auf Schloss Leopolds Kron, der Geburtsstätte der Salzburger Festspiele, und Hugo von Hofmannsthal und Max Reinhardt haben hier auch den Jedermann aus der Taufe gehoben, und ich glaube, es gibt sonst nur einen Jedermann-Experten, dich. Du kannst alle Rollen auswendig, oder? Wer allzulang auf sich warten lässt und ist der wertest aller Gäste, den muss man mit Zimbeln und Windlicht abholen und führen zu seiner Pflicht. Was ist das für ein Glockenläuten? Mich dünkt, es kann nichts Gutes bedeuten. Was will mein Gott von mir? Abrechnung will er halten mit dir, unverweilt. Ich hab nie zuvor ihn so gesehen, weil's... Weiß nicht, was ihm mag sein, beschehen. Willst mich geleiten nach der Stätte und teilen mein eiskaltes Bette? Philipp, sag, als jemand, der diese Rolle wie kein anderer kennt, ist für dich mit der Besetzung jetzt nochmal ein Traum in Erfüllung gegangen, ein Lebenstraum? Also ich kenne die Rolle zwar gut, aber andererseits kenne ich sie jetzt auch wieder gar nicht mehr. Und das war das Interessante an dem Arbeiten am Domplatz jetzt. Ich muss das alles löschen. Okay. Also ich habe da jetzt eine Art Bibliothek oder ein Fundus in meinem Kopf. Und da kann ich auf was zurückgreifen, aber ich musste das irgendwie zusperren und wegpacken. Und das war schon schwere Arbeit. Also ich fand diese ersten 5 Wochen Proben extrem anstrengend, weil ich irgendwie meine Vision im Körper hatte oder auch ein Bild hatte, wie man das erzählen sollte. Und... ich bin natürlich ein höchst flexibler Mensch, aber es ist natürlich schwer gefallen, dann da in diese amerikanisch-opernhafte Sicht reinzukommen, und die natürlich toll ist und die ich auch toll finde und da total dahinter stehe. Aber es war für mich schwer, meine Erfahrung einfach auch abstrakt oder mit Distanz zu sehen. Ja. Wie bist du beim Jedermann Reloaded, den du ja seit 11 Jahren spielst, drangegangen damals? Ich meine, du hast es ja komplett aufgebrochen. Du hast alle Rollen gespielt, du hast manchmal eine Botschaft. Ich glaube, ihr spielt im August nochmal, und zwar genau an dem Tag, an dem du damals eingesprungen bist. 6 Jahre später. Genau. Ja, 6 Jahre später. Und das hat dir ja damals ermöglicht, überhaupt einzuspringen. Aber wie war damals die Herangehensweise zum Jedermann Reloaded? Wie kam die Idee? Also wie oft bei mir ist es aus einem Mangel oder einem Vakuum entstanden. Ich habe das damals gesehen als Schauspielschüler am Domplatz und war irgendwie so enttäuscht, dass das so museal wirkte. Oder so. Ich sehe es natürlich jetzt auch wieder anders, aber damals als radikaler Schauspielschüler war mir das irgendwie zu... Jetzt hast du dich ins Museum gewagt. Ja, genau. Ja. Und es war so waren wir so, waren mit zu ordentlich alles und so. Mhm. Und da ist ein gewisses Vakuum geblieben und ein gewisses großes Fragezeichen, was das überhaupt sein soll. Das hast du dir selbst beantwortet dann. Und da wollte ich dann sozusagen mir selber dann zur Freude eine Version bauen, die mir gefallen hätte an diesem Zeitpunkt. Ja. Wo ich gedacht hätte, als 20-Jähriger habe ich dann gern gesessen und so hätte ich das gern erlebt. Ja. Hofmannsthal, wo bist du? Jedermann. Jedermann! Bei mir ist immer das Thema, wie reagiert mein Körper, mein Sein auf die Literatur. Dieser Crash ist bei mir immer das Thema. Also du spürst den Text als erstes im Körper? Ja, oder den Widerstand. Mhm. Und diesen Widerstand thematisiere ich gern. Ja? Und damals waren eben so viele Leute auf der Bühne und das war mir einfach zu viel. Ich dachte mir, ich muss das reduzieren auf den Kopf von Jedermann, und wir reisen in den Kopf von Jedermann und erleben die Geschichte als subjektive Perspektive. Ja. Und das ist die Motivation gewesen. Ja. Und die Musik ist ja auch ein großer Träger, genau. Mit deiner Band, die Elektrohand Gottes. Ich habe das Gefühl, das schiebt dich noch mal so richtig von hinten an, und du wächst über dich hinaus, du wirst überlebensgroß und genießt dieses Solo, das du dir da selbst geschrieben hast. Das ist bei all deinen Solostücken so. Aber da ist es speziell noch mal so, weil die Literatur von Hofmannsthal, ja, ich würde sagen, ein dramatisches Gedicht ist oder wie ein langer Song. Mhm. Und das konnten wir da ganz offensiv verhandeln. Also die Band gibt die Musik für den langen Song, und ich bin sozusagen der Frontman, der diesen langen Song performt. Mhm. Und das ist ja auf unserer Aufführung am Domplatz ganz anders. Da wird das sozusagen als,
als heilige Schrift gesehen oder als Libretto, als fertiges, das sich nicht in Frage stellt. Ja? Mhm. Ich stelle bei meinen Monologen die Basis auch immer wieder in Frage und entscheide mich dann immer wieder dafür. Also das ist der Punkt. Ich stelle das vor dem Publikum in Frage. Mhm. Was ist ein Schuldknecht? Was ist Schuldknechtsweib? Was ist das überhaupt? Macht das humorvoll oder auch mit Distanz? Und auf einmal schnappt eine Falle zu und ich bin dann Teil der Geschichte und komme da gar nicht mehr raus. Mhm. So ist mein Erzählprinzip. Und das ist ja hier anders, weil hier sagt man, hier gibt es eben, sagen wir mal, 20 Schauspieler, 60 Statisten und die sind engagiert, das Stück, wie es da steht, ernst zu nehmen und darzustellen. Ja? Mhm. Wie war das in der Vision des Regisseurs? Ja, klar. Also es ist der mitbringt. Der Regisseur kommt mit einer Vision auf die Probe und wir haben diese Version zu erfüllen. Und das ist toll, aber das ist natürlich eine ganz andere Herangehensweise, als ich das von mir gewohnt bin sowieso. Aber auch, wie ich das im Theater davor einfach auch lange nicht mehr gehabt habe. Also es ist einfach für mich eher eine antiquiertere Herangehensweise. So. Tust du dir so nicht mehr leicht mit der Rolle des Erfüllers? Oder ich glaube, du bist auch da schon einfach herausgewachsen, oder? Ist das für dich als Schauspieler etwas, wo du sagst, wo ist die nächste Ebene, wo gehe ich noch hin? Und ich bin selber Produzent geworden über meine Monologe oder auch ja, das ist meine Produktion. Und was ich gelernt habe, ist eben aus den Umständen, die mir die Leute oder die Räume oder das geben, was rauszunehmen und das daraufhin zu gestalten. Ja? Mhm. Und dieser Mechanismus oder diese Art, das zu sehen, ist am ehesten meine kreativste Sicht auf einen Schaffensprozess. Ich schummel da schon schwer, wenn man sagt, okay, so ist es und du musst das ausschauen. Das entspricht nicht meiner Fantasie. Und das denke ich mir, ja, wenn du jetzt vor allem sagst, es ist ja auch die Herangehensweise, wenn jemand von der Oper kommt, ist ja oft auch das, oder vom Musiktheater, das Stagen und dann wird... Blocking heißt es. Blocking nennt man es jetzt. Okay, ja, ich kenne noch Stage, nein, Blocking. Ja, Blocking, stimmt. Oh ja, das habe ich auch schon mal gehört. So viel Musical auch ganz gern gemacht. Aber das ist ja oft so etwas sehr Statisches, wo du mal hingestellt wirst und dann wird das mit Sinn gefüllt. Wird geblockt, also das ist ja schon im Wort... Ja. Blockiert dich. Das geht mir schon als Idee auf die Nerven. Ja, also das Blocken blockiert, würdest du ja, so sagen? Ja, das Blocken ist halt ein Block. Also das ist halt ein Wie befreist du dich dann wieder? Ja, das ist halt dann immer wieder jeden Abend die Frage aufs Neue. Aber das ist dann auch das Ziel, dass man sagt, okay, ich behalte meine Leichtigkeit und springe, ich beginne auf dem Block zu tanzen. Ja? Oder ja. Eine Block, im Blockhaus. Blockhaus sonst bauen, haben wir einen Aufbau. Aber wie war das 2018, als du eingesprungen bist? Da gab es eine geblockte Vorstellung und da konnte ich einfach reinschneiden und einfach rein. Ich kannte das Blocking nicht. Ich war sozusagen ein Ausländer in diesem Blockhaus und konnte mich in diesem Blockhaus frei bewegen. Weil die anderen waren schon brav geblockt und ich konnte da. Du hast dich reingeblockt. Aber spannend daran ist ja, ich meine, wenn man einspringt als Schauspieler, ist es ja so, dass du bekommst eine Aufzeichnung meistens, oder? Nehme ich an, wie lange vorher hast du die bekommen, bevor du, also den Text konntest du ja, obviously, aber wie lange vorher hast du halt. Zum Beispiel? Halt! Nein. Das war hier bei uns auch das Problem. Ich habe eine andere Version, eine Strichfassung, als die gefragt war. Ja. Gut, stimmt. Ich musste hier neue Szenen lernen, die ich überhaupt noch gar nicht kannte. Und das war damals bei dem Einspringen auch so. Die Hauptarbeit beim Einspringen war, die Fassungen zu vergleichen, zu schauen, was können wir von meiner Fassung nutzen und was brauchen wir unbedingt von der anderen Fassung. Mhm. Das war die einzige Arbeit, die wir wirklich leisten konnten. Und der Rest war einfach freier Fall. Und das war ein tolles Abenteuer. Aber die anderen waren natürlich getimed und geblockt und geprobt und alles. Und ich konnte einfach mit meinem Wissen hineinbrausen. Und das war eine tolle Situation. Ja, du bist dafür sehr gefeiert worden, dass du das gemacht hast. Weil ich das Geblockte aufgebrochen habe. Ja, ich denke mir, es geht dir auch oft ums Aufbrechen, oder? Das ist das, was dich inspiriert oder was dich treibt auch als Schauspieler. Oder was wir als Zuschauer gerne erleben. Also ich glaube nicht, dass wir gerne erleben wollen, wie dressierte Mäuse da um einen Käse tanzen. Das interessiert, glaube ich, niemand. Also mich interessiert es nicht. Nö. Man will einfach was Wahrhaftiges erleben, was da passiert. Und dann, wenn es von mir so durchgeblockt ist, dann freut man sich, wenn einer dann mal daneben steigt oder mal was umfällt oder irgendwas. Einfach was anders passiert, wenn die Leute wirklich sich auch was tun müssen, was originär ist und was in dem Moment entsteht. Das stimmt, ja. Ich glaube, gerade dieser Hang zur Authentizität, ja, das ist einfach, dass in dem Moment mal etwas wirklich noch live ist. Bei dem, was wir viel an Medien konsumieren, ist das eben die Besonderheit, die auch in meiner Form zwinge ich mich selbst, immer wieder reagieren zu müssen, weil es einfach nichts gibt außer dem Moment. Mhm. In den Schillerballaden habe ich da bin ich dieselbe Band, die hat ein Techno-Set, also da habe ich Techno-Beats und spreche die großen Balladen von Schiller. Und je nachdem, wie groß der Raum ist oder was da vorzufinden ist, adaptieren wir das dann. Ja? Und das ist aber
das Setting ist immer Rave oder Rockkonzert. Das ist die Spielsetzung. Mhm. Und das Ziel ist, die Balladen zu sprechen. Ja. Und wie das dann passiert, wie oft ich was wiederhole oder wie oft ich eine Ballade wiederhole oder wo ich hinkomme, das weiß man vorher nicht. Ja, das ist der schöne freie Fall dann. Ja. Genau. Sag, wie geht es dir mit so typischen Frauenfragen? Also ich habe jetzt mir mal vorgedacht, normalerweise würde man die Buhlschaft immer nach dem Kostüm fragen und nach dem Kleid und nach der Vereinbarkeit von unserem Beruf und der Elternschaft oder dem Privatleben. Wie geht's dir damit? Magst du dein Kostüm? Ja. Ja? Wie ist dein Kostüm? Ist es etwas, wo du sagst, oder wurdest du das auch schon bei Veranstaltungen zum Beispiel gefragt? Weil du bist ja öfters jemand, der, ich habe dich auf der Romy mal erlebt, der durchaus auch einfach mal einen eigenen Stil hat und dorthin geht. Wirst du darauf dann wenigstens auch angesprochen? Weil solche Fragen stellt man Männern ja oft nicht. Ja, also das ist auch sehr ordentlich natürlich und der Welt, in der das stattfindet, entsprechend. Also das habe ich da zu tragen. Da habe ich gar nichts zu sagen eigentlich, ja, zu dem Kostüm. Das ist okay. Alles Teil der Welt, die gezeichnet wurde. Ja. Ich werde jetzt, weil das mich gerade sehr inspiriert, du erlaubst, ich finde das gar keine schlechte Idee. Ich werde jetzt kostümmäßig hier auch mal. Es ist wirklich warm und eigentlich eine schöne Sache, hier mal barfuß zu sitzen. Die Sommergespräch. Genau. So, viel besser, du hast recht. Wusstest du, dass es bis jetzt 20 Jedermann-Männer mit dir gab? Aber 38 Bullschaften, wie erklärst du dir das? Bin ich Nummer 23? Mm-mm. Irgendwo habe ich das gelesen. 21, ja, weil du einmal 2018 drin stehst und jetzt nochmal drum, habe ich dann gesagt, 20, außer du möchtest dich doppelt. Ich bin 17 und 21 gleichzeitig. 18 und 21. Nein. Da habe ich dich dann auf die 20 gebracht. Ah, verstehe. Wieso glaubst du das, dass es 38 Bullschaften gibt und nur 20 Jedermänner? Weil die Jedermänner länger im Amt sind und die Bullschaften dann eben, also Moretti hat ja, glaube ich, 3 Bullschaften gehabt. Genau, Simone Steck sogar 4. Ja. Und es gab nur eine Bullschaft, die 11 Jahre lang im Amt war, die zweite. Glaubst du, dass es einfach der Wechsel immer nötig ist oder ist da einfach gar kein besonderer Grund dahinter? Also ich glaube, dass die Bullschaft zwar eine sehr wichtige und tolle Rolle ist, aber halt nur sehr wenig Appearance hat. Mhm. Und dass das vielleicht nicht so abendfüllend ist für eine gefragte Schauspielerin, den ganzen Sommer zu blockieren. So. Yes. Ist das eine gute Antwort? Ich finde es eine sehr gute Antwort, ehrlich gesagt. Sehr, sehr gute Antwort. Ich weiß, es geht ja eigentlich beim Jedermann, das ist auch das Spannende daran, dass es, glaube ich, das einzige Stück ist, an dem so klar ist, wie viele Schauspieler das vor dir gespielt haben. Ich meine, hast du dich jemals bei einem anderen Stück je gefragt, wie viele bekannte Schauspieler oder auch einfach wie viele Schauspieler vorher dir diese Rolle gespielt haben? Nein. Nur bei Tasso, ich habe mal Torquato Tasso im Burgtheater gespielt und da habe ich in einem Archiv gesehen, dass Klaus Kinski vor mir der letzte Tasso war. Hi. Da war ich ganz stolz, dass ich nach Kinskis Fußstapfen gestiegen bin. Hatte natürlich einen kleinen Pferdefuß, der hat es nur einmal gespielt und ist für den anderen eingesprungen und so weiter. Aber es gibt so legendäre Fotos, wo er mit dem Lorbeerkranz Kinski ist Tasso. Das hat mich damals zutiefst gerührt, dass ich an derselben Bühne dieselbe Rolle spielen darf als Folge Tasso. Aber das ist wahrscheinlich auch nicht ganz richtig, weil es nur einmal war oder so. Naja, wieso? Du bist ja da damals auch quasi... Es geht um die Motivation. Also ja. Es geht auch hier, dass man darf sich in einen Reigen von tollen Schauspielern einreihen. Und das ist, glaube ich, das Tolle daran, das Erhebende. Einer dieser, den du dich da einreihen darfst, war Klaus-Maria Brandauer, dein Lehrer am Max-Reinhardt-Seminar. Wie sehr hast du das, also was hat dich sehr geprägt an der Schauspielschule und du hast es sehr genossen. Hast du seine Performance angeschaut vorher? Seine Performance angeschaut? Ja, als Jedermann. Der war 1983 Jedermann, da war ich 10 Jahre alt, da hat mich das nicht wirklich interessiert. Eine Aufzeichnung. Aber du hast recht, es gibt auf YouTube den Jedermann von Brandauer, den habe ich heute Morgen sogar angeschaut, als Reminiszenz. Und er war damals jünger, als ich jetzt bin. Also es sind Gedanken, die mich natürlich umtreiben und beschäftigen. Es ist gut, dass es das gibt, diese Aufzeichnung. Und gut, dass man das vergleichen kann. Es ist eine völlig andere Interpretation, völlig andere Welt, die gezeigt wird. Das spielt so in der Zeit, in der das Stück auch angesetzt ist, also im sehr Mittelalter. Also so ein Großgrundbesitzer im Mittelalter oder ein Gutsherr im Mittelalter, das ist so die Setzung. Ja. Ja, es war so diese Inszenierung auch bis 2001 mehr oder weniger und dann wurde ja immer wieder aufgebrochen und neu erfunden. Ist diese Neuerfindung denn geglückt, würdest du sagen, mit dieser Inszenierung? Ja, also es ist in der Oper natürlich nochmal ein radikalerer Schritt, das ins Heute zu ziehen. Das ist ja im Theater gar nicht so radikal. Ich interessiere mich im Theater mehr für Zwischenwelten, wo man gar nicht so definiert, das ist jetzt im Jahr 2011 oder was,
oder in, zum Zeit des Börsencrash oder was ich was oder der Partygeneration. Also es ist mir gar nicht notwendig, dass man das so zuordnet. Mhm. Ich finde abstraktere Zwischenwelten interessanter mal so für mich, wo man sagt, sie haben zwar vielleicht heutige Kostüme, aber die müssen jetzt, das muss man nicht so, oder das Geld oder sowas muss man nicht so konkret aussprechen und definieren. Aber ich fand das einen guten Ansatz. Also, das war, glaube ich, der Teil, ein Ansatz auch, oder dass jedermann so ein bisschen als Neureicher verstanden wird, ja, was ja. Robert Carson so gesagt hat, dass er eben meinte, der Mann, der zu schnell zu viel Geld gekommen ist. Ist das etwas, was unsere heutige Welt ja auch zerstört, oder? Richtig, also Kapitalismus ist ja die aktuelle Religion, glaube ich mal, überall, also in ganz wenigen Ländern. Und das ist natürlich was, woran unsere Welt krankt, klar. Dass es kein Maß gibt und dass man das auch nicht braucht, diesen ganzen Überfluss. Aber dass die menschliche Seele da einfach kein Regulativ hat. Mhm. Und weil der Glauben eben abhanden gekommen ist. Und das ist ja die große Geschichte in Jedermann, dass der Glauben dann am Ende der letzten Sekunde dann nochmal auftaucht und ihn nochmal bekehrt. Das ist schon richtig, ja. Wie heißt es mit dem Glauben selbst? Also ich glaube natürlich, wie viele in unserer Zeit, an die Kraft der Natur und daran, dass man die schützen muss und dass Gott irgendwie in der Natur steckt und dass der Mensch da natürlich sein Unwesen treibt und das natürlich alles schon sehr, sehr brenzlig ist und knapp und schwierig, aber dass man die Natur respektieren muss und gleichzeitig ist man in einem System aus Abhängigkeiten, wo man da diesen Glauben nur wirklich schwierig durchziehen kann. Ja. Mhm. So. Ist uns dieser Bezug zur Natur vollkommen abhanden gekommen, würdest du sagen? Ja, schon. Wir stehen zwar auf dem Boden, aber wir spüren ihn nicht mehr. Zum Beispiel, ja. Und darum gehe ich auch gern barfuß, um mich zumindest man erdet sich. Zu orientieren. Aber das ist ja nur ein ganz kleiner Beitrag. Was kommt für den Jedermann nach dem Tod? Der Tod im Sinne von, also ich finde, es gibt doch manchmal, wenn du dir überlegst, ich finde, wir sind sehr lange unsterblich, solange wir jung sind. Und dann kommt plötzlich dieser Gedanke des Sterbens auf und das macht jeden Moment so besonders, weil wir ihn nur einmal erleben. Aber in einem gewissen Alter habe ich mir diese Frage nicht gestellt. Stellst du dir diese Frage? Natürlich, also über meine Rollen sowieso. Mhm. Also die meisten meiner Rollen sind auf der Bühne gestorben. Mhm. Also fast alle, würde ich mal sagen. Okay. Und angefangen von Werther, der sich ja das Leben nimmt, einen Kopfschuss, oder Josef K. im Prozess, der hingerichtet wird, oder Hamlet, alles Mögliche eben, Don Carlos, das ist alles, ich weiß nicht, ob Don Carlos jetzt stirbt explizit, aber Tasso verliert den Verstand. Also ich werde über meine Theaterrollen gezwungen, über meine Endlichkeit und über meine Grenzen nachzudenken. Und du hast recht, wenn man jung ist, denkt man darüber gar nicht nach. Mhm. Aber je älter man wird, umso mehr. Laut Literatur ist Jedermann um die 40 Jahre alt. Ich habe mich mit Jedermann an meinem 40. Geburtstag zu beschäftigen begonnen, um den 40. Geburtstag herum. Und das ist wahrscheinlich der Punkt gewesen, wo ich gemerkt habe, dass mein Leben begrenzt ist. Ja? Ja. Wo ich auf einmal die ersten kleinen Zipperlein hatte und auf einmal merkte, dass meine Maschine nicht mehr so schnurrt, wie ich das gewohnt bin. Ja? Du sagst, du bist eigentlich in fast jeder Rolle auf der Bühne gestorben. Was tut das mit dir? Ich finde das ja eine sehr, also als Schauspieler lernt man zwar, finde ich, wie man in eine Rolle reinkommt, aber nicht unbedingt, wie man die Rolle auch wieder los wird. Gibt es für dich ein Ritual und wie gehst du damit um? Also du nimmst ja trotzdem dieses Sterben in deinem Körper mit nach Hause. Also das Sterben auf der Bühne hilft auf jeden Fall, sich auch darauf vorzubereiten im Leben und eine gewisse Leichtigkeit im Umgang zu haben, behaupte ich jetzt mal. Also es zieht dich nicht runter? Nein, mich hat es nicht runtergezogen. Nein, im Gegenteil, es gibt einem eine gewisse Selbstverständlichkeit, das zu akzeptieren. Mhm. Aber ich war Zivildiener im Altersheim und habe natürlich das Sterben dort auch erlebt. Und wenn das dann konkret wird, ist das natürlich was anderes. Oder wenn das natürlich selber betrifft, wenn es die eigenen Eltern sind oder Freunde oder wenn es ein eigener Verfall ist natürlich, dann ist diese Leichtigkeit der Bühne wahrscheinlich schnell verflogen. Ja? Mhm. Aber ich kann sagen, dass es zumindest eine gute Übung ist, sich darauf vorzubereiten. Ja? Siehst du am Ende so eines Abends eine klare Linie, über die du zum Beispiel drüber gehst, um diese Rolle abzulegen oder zu beenden? Oder trägst du die Rollen manchmal auch ganz gerne mit, hast du gesagt? Ich oder mit trage Kostüm? Die sehr gerne lange mit und die geben mir auch eine gewisse Heimat. Mhm. Also
ich könnte mir mein Leben ohne Rollen gar nicht vorstellen, weil es mir dann wahrscheinlich zu langweilig wäre. Also ich finde den normalen Alltag oder ich finde die normalen Lebensverabredungen einfach zu wenig lustig. Und Theater gibt einem dann doch, oder Film, eine heitere Rahmung. Mhm. Diese heitere Rahmung ist irgendwie, oder eine spielerische Setzung. Und die ist für mich zwingend notwendig, um das Leben zu ertragen. Und was war für dich eigentlich die Initialzündung, als du beschlossen hast, Schauspieler zu werden? Deine Mutter war Theaterärztin am Burgtheater. Bist du damals mit ihr mit in die Vorstellungen gegangen und das hat dich einfach so in den Bann gezogen, dass du Schauspieler werden wolltest? Oder wie war der Prozess dorthin? War das schnell klar oder hast du da lange, warst du anders als Kind als jetzt? Also klar war das gar nicht, sehr lang nicht klar, aber ich habe zumindest als Kind diese Parallelwelt erlebt. Mhm. Und das war toll. Also so, dass man eben sieht, dass Erwachsene auch spielen und Erwachsene auch einen Vogel haben, ja. Dass das nicht nur Kinder haben, sondern Erwachsene dürfen auch haben. Es gibt einen Freiraum, wo Erwachsene auch verrückt sein dürfen. Das fand ich irgendwie toll. Ja, das hat mich geprägt und hat mich fasziniert. Aber die Geburt dieses Berufswunschs kam völlig anders. Das kam so eruptiv und intuitiv. Wie? In der Schule. Mhm. Also, da habe ich ein Gedicht auswendig gelernt, das dann vor den Kameraden, Klassenkameraden aufgesagt. Und da habe ich auf einmal so spontan. Und das war eine wichtige Initialzündung. Weil ich dann auf einmal verstanden habe, ich habe ein Talent, ich kann etwas, was die anderen nicht wollen oder können. Und das, was aber einen gewissen Sinn hat und was alles verändert. Also wenn man da auf den Tisch bringt und da was vorträgt, in Reimen, dass das irgendwas verändert in der Stimmung, in der Wahrnehmung. Und das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Und das ist bis jetzt irgendwie meine Motivation geblieben. So. Wie alt warst du damals? 16. 16. Mhm. Und dann hast du eigentlich den Weg vorgezeichnet gesehen ab da und bist ihm einfach gefolgt. Ich wusste gar nicht, wie das geht. Aber wie geht das? Ja, wie wird man Schauspieler? Ja. Ja. Aber dann wollte ich das halt machen und dann konnte mich nichts mehr halten. Mhm. Als du dann auf der Schauspielschule warst, hattest du das Gefühl, es wurden dir alle Fragen beantwortet? Also ich finde das ja, man hat eine Idee von diesem Beruf, aber man weiß gar nicht, wie der Beruf später ausschaut. War dir klar, wie das zum Beispiel ist, dass du dein Leben lang vielleicht immer wieder auf Achse sein wirst, dass du nicht an einem Ort sein wirst die ganze Zeit? Oder war das dann etwas, was dich gerade daran gereizt hat, diesen Job zu ergreifen? Also ich fühle mich letztendlich immer noch so wie damals. Man weiß nicht, wo das hingeht und was das eigentlich sein soll. Und bin da eigentlich immer wieder überrascht, wo man das so hinspült. Aber es gibt gar kein klares Berufsbild. Mhm. Also ich glaube, wenn man einen Familienbetrieb hat und Tiere hat oder irgendwie was handwerklich herstellt oder ich weiß auch nicht, oder in der zigten Generation dann irgendwas führt in ein Unternehmen, ist das viel übersichtlicher als das, was wir machen. Weil das kann sich jeden Tag dauernd völlig woanders hindrehen. Ja. Ja, vor allem, ich finde halt auch diese Unsicherheit, die man ja immer wieder hat. Hast du das Gefühl gehabt, dass man heute eigentlich klarer mit diesem Thema umgeht, dass auch eben ein Schauspieler einfach über seine Unsicherheit reden darf? Weil man hatte ja früher immer das Gefühl, ich hatte das Gefühl, als ich angefangen habe, man muss immer stark sein, man darf genau diese Verletzlichkeit eigentlich nicht zeigen, die wir aber brauchen als Schauspieler, um authentisch spielen zu können. Wie gehst du mit diesem Thema um? Das ist immer so ein Rätsel, was man da erzählen darf oder nicht. Ja. Und da bin ich immer so, dass, wenn das zu den Geschichten passt, die man gerade erfindet, es ist immer ganz gut, wenn man da ehrlich seine eigenen Befindlichkeiten da zum Thema machen kann. Aber ja, also die Ängste, dass das nicht machen zu können, sind natürlich da, klar. Und weil die Freude, das machen zu dürfen, so groß ist, ja. Mhm. Also mir würde man extrem viel entziehen, wenn man mir das verbieten würde, so, ja. Wie ist in deiner Familie eigentlich damit umgegangen worden? Also hat man sofort sich gefreut, dass du Schauspieler wirst oder war das Ist das heute Verständnis? Ich meine, natürlich ist es stolz wahrscheinlich bei all dem, was du erreicht hast in diesem Beruf. Ich meine, du hast großartige Serienrollen gespielt, wahnsinnig tolle Filmrollen, du hast Auszeichnungen bekommen. Da hat man natürlich viel Stolz. Aber ist es so, dass deine Eltern wirklich oder auch dein Bruder das verstehen können, was du tust? Also ich glaube, die vorherrschende Stimmung ist eher Verstörung, weil man auch nicht weiß, was das ist. Also ich glaube nicht, dass das... Also die kommen ja auch aus einer ganz anderen Ecke und... Die sind ein bisschen überfordert, ja. Mhm. Hast du das Gefühl, dass das normale Theater so ein bisschen over ist, auch weil das eigentlich irgendwas zu tun hat mit sehr viel Hierarchien, die einfach, also dieser
klassisch, sagen wir jetzt, alte weiße Männerhierarchien, dieses von oben nach unten, dass die Eitelkeit am Theater, die Eitelkeit der Künstler generell, ist das ein bisschen over? Das ist total over. Und ist es das, wogegen du auch einfach, ich denke mir, rebellierst in deinen eigenen Inszenierungen? Also extra dagegen rebellieren kann nicht, aber ich entziehe mich diesem System, soweit ich das halt kann, weil ich mich so nicht aushalten mehr. Ich bin halt auch ein Opfer dieses Systems gewesen. Also ich, allein in der Schauspielschule war das auch noch so sehr, mit sehr viel Angst verbunden und strengen Hierarchien oder große Staatstheater. Das sind immer so diktatorisch geleitet gewesen, bis ich da halt weggegangen bin, ja. Bist du aus dem Grund auch weggegangen? Also Thalia-Theater oder so? Fall, ja, Burgtheater. Hat dich das Spielen im Ensemble, warst du gerne im Ensemble oder ist dieser Befreiungsschlag auch selbst, Soloprogramme zu machen können, genau das, was dir entspricht? Also ich glaube, die Entscheidung für diese Soloabende war aus dem Grund, dass ich diese Hierarchien verlassen musste, dass ich das nicht mehr ertragen habe, dass ich mich immer abmelden muss oder um Erlaubnis bitten musste, dass ich was anderes mache. Darf ich bitte drehen? Ja. Du musstest ja jeden freien Tag, den du nicht dem Theater zur Verfügung stehst, anmelden. Mhm. Und jeder Tag, der da nicht freigegeben wurde, musstest du damit rechnen, dass sie dich anrufen und sagen, du musst am Abend eine Vorstellung spielen. Weil eine Spielplanänderung ist, weil jemand krank ist oder so weiter. Und diese Stimmung habe ich nicht ertragen. Das hat mich verrückt gemacht. Also. Ja, man glaubt gar nicht, wie viel eigentlich Bürokratie hinterm Schauspielerberuf steckt. Das ist ja wahnsinnig bürokratisch. So vielleicht noch mit Steckkarte habe ich auch noch erlebt am Theater. Das war der Grund, warum ich gesagt habe, ich muss mich da befreien und meine eigene Welt schaffen. Mhm. Und die ist dann flexibel und dann bin ich der Produzent und kann ich selber die Verträge schreiben und dann ist das einfacher. Also dann kann ich direkt mit den Veranstaltern auch sprechen und mit denen was ausmachen. Das ist doch angenehmer, als wenn mir 10 Zwischenleute irgendwelche Hiobsbotschaften bringen, dass ich irgendwas nicht machen darf oder machen muss, wo ich überhaupt nicht verstehe, warum. Mhm. Und das einfach auch ein Machtspiel ist. Und diesen Machtspielen wollte ich mich halt entziehen. Wenn der Jedermann eine Jederfrau wäre, was glaubst du, wäre am Stück anders? Also außer vielleicht der Tatsache, dass sie zu irgendwelchen Vorsorgeuntersuchungen gegangen wäre und früher auf ihren Herzinfarkt gekommen wäre? Wenn? Also ich finde das genauso berechtigt oder richtig, wie es eben traditionell gelesen wird. Also. Mhm. Wäre gar nicht so viel anders, meinst du? Ich glaube, der konkrete Prozess wird das dann schon beweisen, wie das dann aussieht. Aber ich sehe da jetzt kein Hindernis, das so zu machen. Ja. Oder nur Frauen, das ganz wichtig. Warum nicht? Also warum nicht? Wenn man das jetzt mal alle Rollen umdrehen würde. Nur Frauen. So. Warum nicht? Ist das... Wenn du jetzt von der Probebühne kommst und auf den Domplatz gehst, ich meine, du standest 2018 schon mal dort, aber das ist ja schon noch immer ein irrsinniger Prozess, wenn man von diesem geschlossenen, geschützten Raum auf diese Freiheit des Domplatzes geht. Jetzt ist die Bühne ja auch anders. Als du noch 2018 gespielt hast, war sie da auch schon? Nein, da war sie nicht diese Bühne, die jetzt direkt in den Dom übergeht. Wie viel tut das mit dir, eine Bühne, Kostüm? Alles, also das ist ja die Welt, die geschaffen wird, die wir kreieren. Mhm. Da gibt es eben Inszenierungen, wo viele Treppen sind, da gibt es welche, da ist das anders, so oder so. Jede Inszenierung hat ihre eigene Welt gebaut. Mhm. Und das ist ja jede für sich berechtigt. Und ich finde die Schlichtheit unserer Arbeit jetzt toll. Mhm. Das ist so eine ganz schlichte, ordentliche, schön konstruierte Welt. Mhm. Und die dann eben aus den Fugen gerät. Aber die anderen Welten haben mir auch gefallen. Also wo ich eingesprungen bin, war völlig anders. Mhm. Und ich finde es so toll an dem Stück, dass es halt so viel zulässt. Da ist jede Inszenierung richtig, jedermann ist richtig und es ist alles richtig oder auch alles falsch. Also das ist das Tolle, das ist einfach, da ist kein Fehler drin oder das Stück ist ein Fehler, aber du kannst, so große Klassiker sind so großzügig in ihrer Sichtweise. Ja. Ich habe Werther mal gesehen, von 4 Frauen gespielt, vor einem weißen großen Papier am Schauspiel aus Hamburg. Das war unglaublich toll. Und ich habe es halt allein parallel am Thalia-Theater gespielt. Das war überhaupt keine Konkurrenz, sondern es hat sich befruchtet gegenseitig. Ja, und so sehe ich das auch. Wenn ich mir 20 Jedermann-Vorstellungen anschaue, die sind alle unterschiedlich, die sind alle richtig. So. Ja. Es gibt nicht den besten Zugriff oder die beste Interpretation oder den besten Raum, wo das stattfindet. Und ich glaube auch, dass Jedermann Reloaded neben dem Domplatz perfekt funktionieren kann und sich das einen bereichert und vervollständigt. Ja, dann schauen wir uns doch jetzt einen Ausschnitt vom diesjährigen Jedermann an. Wer bin ich denn? Wer bin ich denn, der Jedermann, der reiche
Jedermann hat Zeit. Das ist mein Hand, das ist mein Kleid. Und was da steht auf diesem Platz, das ist mein Geld, das ist mein Schatz, durch den ich jederzeit mit Macht hab alles spielend vor mich bracht. Nun wird mir wohl, dass ich den See recht bei der Hand in meiner Nähe. Wie, aber ich muss ja dorthin. Das kommt mir jählings in den Sinn. Nicht ohne dich, du kommst mit mir. Lass dich um Alzeit hinter mir. Oh. Hey, jedermann! Wenn du jetzt wieder umswitchen musst dann im August, wie wird das für dich, weil du quasi dann die andere Vorstellung spielst? Ist das ist wie ein anderes Stück spielen. Wie ein anderes Stück, komplett. Ja. Robert Carsten hat ja gesagt, er möchte so ein bisschen It's a big party. Wie ist diese große Party auf dem Domplatz? Wie kann man sich das vorstellen? So wie Big Gatsby zum Beispiel, einfach so ein großes, sehr elegantes, reichhaltiges Fest. Mhm. Er hat ja auch, er macht ja auch das quasi das Bühnenbild gestaltet mit so wie das Lichtdesign. Ist das anders in der Arbeit, wenn jemand, der hat wahrscheinlich sehr, sehr genaue Vorstellungen? Bringst es auf den Punkt, er hat eine sehr genaue Vorstellung und so wird das dann auch gemacht. Also er denkt, sieht das aus, seine Vision und die wird dann umgesetzt. Ja. Mhm. Ist dir eigentlich jemals so eine Frage gestellt worden, wie die Vereinbarkeit von deinem Beruf und von deinem Privatleben? Also Familie, also würde man in dem Fall nochmal sagen? Mein Privatleben sehr, mein Beruf unter, weil, wie ich es vorher schon erwähnte, das halt braucht, das ist für mich lebensnotwendig. Also ich würde mich selber nicht ertragen ohne diesen Beruf. Mhm. Ich wüsste gar nicht, was ich auf der Erde machen soll. So. Wenn du selbst den Jedermann inszenieren würdest, nochmal, also was wäre deine Herangehensweise? Glaubst du, man kann es nochmal neu erfinden? Auf jeden Fall. Also ich würde wahrscheinlich eine Fusion aus dem, was ich jetzt am Domplatz spiele und dem, was ich außerhalb spiele, finden. Also diese Mischung aus sehr direkter, musikalischer Herangehensweise und aber in einem reduzierten Cast. Also ich würde jetzt nicht alle Rollen besetzen. Also. Mhm. Oder wenn man sagt, wie ich schon sagte, alles nur mit Frauen oder so. Oder vielleicht mit vier Leuten, zwei Männern, zwei Frauen, das ganze Stück machen oder so. Mhm. Oder nur ein Mann, eine Frau. So irgendwie. Ist Regie generell ein Thema, das dich reizt? Also jetzt bist du Produzent und hast immer noch einen Regisseur geholt. Also ist es, weil man den Blick von außen also an sich selber geben kann? Bei meinen Sachen habe ich mir keine Regisseure geholt, extra. Aber ja, Regie wird mich also in dem Fall, so wie jedermann, würde mich nach dieser langen Erfahrung schon natürlich immer reizen, als Idee, als Mindset, ob man sowas machen kann. Das wäre schon interessant, ja. Aber mit diesen ganzen Gewerken umzugehen und Deadlines einzuhalten, das ist nochmal eine ganz andere Kiste. Es ist wie Filmregisseure beim Fernsehen. Ja. Die müssen ja sehr viel Technik auch organisieren. Das ist ja gar nicht so künstlerisch, die Arbeit. Und es ist einfach, die sind wie so ein Kapitän auf so einem großen Schiff oder ein Fabrikschef, die einfach schauen müssen, dass alle Arbeiter an ihren Orten sind und alles machen. Aber das, was wir uns vorstellen, der Filmregie, findet ja eher im Arthouse-Kino oder in Cinecittà oder in Hollywood in den 60er Jahren statt, aber nicht real jetzt an einem heutigen Filmset. Das ist ja. Trotzdem eher Filmregie oder Theaterregie? Was würde dich mehr interessieren? Also wenn, dann eher Theaterregie, weil es sicher leichter ist und weniger Geld zusammenhängt und weniger Mitsprache von außen. Aber vielleicht so eine Mischung aus beiden. Dass man sagt, man erfährt ein Stück wie jedermann als Theaterstück selber schon und verfilmt es dann als Serie oder als irgendwas. Das fände ich interessant. Ja. Und spielerisch ist beides für dich gleich spannend? Also wenn du jetzt in Kombination. Also die Kombination ist das Beste. Ja. Also ob du die Erfahrung gemacht hast, beides gleichzeitig zu machen. Ja, einmal macht, allerdings. Ja. Das macht schon super Spaß. Also, dass man beim Theater die Sau rauslassen kann, im Film sich wieder so fokussieren kann. Das reduzieren. Das geht dann leichter in beide Richtungen. Ja. Was findest du bei der Arbeit vor der Kamera eigentlich am spannendsten? Ist es diese Reduktion? Ist es dieses, dass du eigentlich sehr im Moment ja auch funktionieren muss bis zu einem gewissen Grad, das einfach das Loslassen im Moment dieses Spiels. Ich finde das Beste ist, dass man es nachher anschauen kann. Viele Schauspieler schauen sich gar nicht gerne selber an. Du schaust dich gerne selber an. Ich schaue gerne an, was wir da gemacht haben zusammen. Das ist einfach toll, wenn man nachher einen Film hat. Also, das stimmt. Das ist, finde ich, ein Hochgenuss. Theater ist einfach ein tolles Erlebnis, aber du hast nachher nichts. Also manchmal schneide ich es mit, dass ich mich erinnern kann, aber das schaut man sich auch nicht an. Und das ist einfach weg. Und man erinnert sich, dass man mal eine tolle Vorstellung hatte und die verblasst irgendwann, aber ein Film ist immer da. Ist immer da, ja. Und du kannst dann in jedem weiteren Lebensabschnitt wieder anschauen und sagen, ja, das denke ich jetzt anders oder ich finde es immer so gelungen oder ich finde es noch besser als früher. Ich weiß nicht, das ist irgendwie toll. Bist du da dein eigener Kritiker auch? Wenn du Dass man an sowas dabei war, dass man da sowas mitgestaltet hat, das finde ich einfach das Tollste. Ja. Das stimmt. Ja.
Dann vielen, vielen Dank, dass du da warst, Philipp. Okay. Danke, ich wünsche dir noch viele großartige Jedermann-Vorstellungen. Ebenbürtigen Kollegen schön zu reden, das ist irgendwie super, weißt du? Vielen Dank. Ja, weil das ist irgendwie, sonst redet man oft so ins Leere oder fühlt sich auch nicht so verstanden. Danke, dass du dich freust. Ja, ich finde das auch sehr spannend. Ich bin auch immer gespannt, wie man eben die eigene Sicht von diesem Beruf und dann den anderen spürt. Ich fand das super spannend, was du gesagt hast. Und danke. Ja, liebe Zuschauer, das war's vom Jedermann. Ein schönes Gespräch, denke ich, das auch irgendwie hinter die Kulissen und hinter den Schauspieler Philipp Hochmeier hat blicken lassen, noch ein bisschen vielleicht einen Einblick in unsere Berufswelt gegeben hat. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Musik